Darf sie euch ganz herzlich begrüßen zu unserer fünften Sprechstunde Leichtbau in 5 Minuten zum Leichtbau. Heute eine Premiere, ganz locker, ohne Schlips. Passen uns der Zeit an. Wir möchten uns heute mit dem Thema Digitalisierung und Plattformökonomie beschäftigen im Kontext des Leichtbaus. Digitalisierung ist offensichtlich ein Enabler für einen optimierten Leichtbau. Und der Leichtbau ist ja dafür da, dass wir CO2 und andere Nachhaltigkeitsindikatoren runterbringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Digitalisierung zu einem erhöhten CO2-Bedarf führt. Und dieses Thema wollen wir heute diskutieren mit Andreas Kötter von Capgemini Engineering. Er ist dort Advanced Business Manager für Technologie und Innovation. Andreas, kurze Frage an dich zunächst mal. Was ist eigentlich eine Plattformökonomie und was hat vor allem denn der Mittelstand davon? Ja. Sollte er sich damit überhaupt beschäftigen? Also als Plattformökonomie gibt es mittlerweile viele, viele Definitionen. Um es einfach zu machen, um es einfach runterzubrechen, es geht hier um einen digitalen Marktplatz. Einen digitalen Marktplatz, auf dem ich mich insbesondere als KMU, als kleineres Unternehmen präsentieren kann, um im Kontext mit anderen Partnern ganz andere Produkte, Services, Lieferungen, Leistungen anbieten zu können. Ja, auf der anderen Seite steht dann immer der Interessent und dieser Interessent kommt vielleicht nicht per se auf mich zu, weil ich eine gewisse Expertise, ein gewisses Produkt oder Ähnliches habe, sondern ich habe hier eben die Möglichkeit, mit anderen zusammen ein ganz neues Produktspektrum und Ähnliches abzubilden und dies für den Interessenten interessant zu machen und unmittelbar anzubieten. Also du hast das jetzt schon ein bisschen relativ ausführlich beschrieben, was dann auch der Vorteil für die kleinen mittelständischen Unternehmen ist. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen stärker rausarbeiten. Was ist der Unterschied zu den digitalen Marktplätzen, die wir ja seit 20 Jahren kennen und denen, die wir heute machen? Und genau, welche dezidierten Vorteile für das KMU bietet das? Also vor 20 Jahren fing es an. Ich konnte mein Produkt auf einem Marktplatz irgendwo hinstellen, in der virtuellen Welt, in der digitalen Welt. Und es wurde von jemandem gesehen oder nicht gesehen. Ja, mittlerweile sind wir da einen ganzen Schritt weiter. Es gibt verschiedene Ausführungen. Nach aktuellem Stand, letzter Stand der Technik, gibt es eigene Plattformen, wo mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereits ganz neue Produktkombinationen und Komponentenkombinationen möglich sind, wo ich als KMU-Unternehmen eben die ganze Möglichkeit, die ganze Vertriebsmaschinerie einer solchen Plattform für mich nutzen kann, die quasi im Hintergrund für mich umsonst arbeitet, mein Produkt mit integriert und für den Interessenten entsprechend interessant macht. Jetzt ist natürlich dann die Königsfrage, wie komme ich denn als KMU eigentlich dahin? Was muss ich machen? Wie kann ich da den Einstieg finden? Ja, also es gibt da ziemlich viele Plattformen mittlerweile, muss man wirklich sagen. Wichtig ist es immer, dass man da natürlich auch mit seinen Kunden schon den unmittelbaren Drahtkontakt hält, guckt, okay, wo tummelt der sich? Was ist da für ihn das Relevanteste? Das ist das eine. Zum anderen darf man auch gerne mal gucken, was die Konkurrenz so macht. Das ist natürlich auch immer eine spannende Frage. Aber ich denke, dass das Nachhaltigste, das Sinnvollste, ja, da spreche ich hier mit dem Profi, ja, sind Agenturen, wie ihr es seid, die dann natürlich gerade bei diesem Thema auch ganz vorne am Puls der Zeit sind. Ja, und die einem eben auch eine gewisse Übersicht und einen Einblick verschaffen können, welche dieser Lösungen für mich die relevanteste und nachhaltigste ist. Das ist jetzt ein hoher Anspruch, den du an uns stellst und wir hoffen, dass wir den erfüllen können. Wir hatten dieses Thema mit der Ressourceneffizienz angesprochen und dem Trade-off zwischen einerseits einem optimierten Leichtbau, wo wir CO2 einsparen, aber der zusätzlichen Ausgabe an CO2, die wir auf der digitalen Seite haben. Gibt es dazu schon Daten und Zahlen oder eine Meinung? Also Meinungen gibt es da auch wieder viele. Ja, man fragt 4 Leute, kriegt 5 Meinungen. Ich denke, gerade was hier maximal relevant ist, ist, dass ich als KMU hier schon eine möglichst breite Front an Daten mit einbringe, insbesondere zur Ressourceneffizienz. Das heißt, es hat derjenige einen Vorteil, der weiß, was in seinem Produkt steckt. Ja, und da ist natürlich zum einen das Ökologische, ist ein Riesenthema. Ja, die Ressourceneffizienz ist aktuell in aller Munde und wird es auch auf absehbare Zeit bleiben. Es gibt da keine Indikation, die da irgendwo dagegen spricht. Das heißt, wenn ich mein Produkt kenne, ja, und ich weiß, welchen ökologischen Fußabdruck ich genau mitbringe,
dann kann ich das auch kundtun. Ich muss nicht alle Daten veröffentlichen, aber ich kann kundtun, wo ich da stehe. Und dann, wenn ich das schon weiß, dann ist es natürlich auch nicht mehr ein weiter Weg hin zur Kostenoptimierung, wo wir auch wieder über die Ressourceneffizienz sprechen, weil da, wo ich ein Lifecycle Assessment mache, kann ich auch ein Lifecycle Costing Assessment machen. Das heißt, ich gucke auf meine ganzen Komponenten, Produkte, Prozesse und baue noch einen Preis mit dran und kann auf diese Art und Weise schon selber auch für mich mein Produkt wieder weiter optimieren und nachhaltig machen. Also du spielst hier jetzt dann aber auch an, also mit den beiden letzten Antworten, die du gegeben hast, durchaus auf unser Projekt IntWertL, intelligente Wertschöpfungsketten für Leichtbaufahrzeuge kleiner Stückzahl, wo wir ja genau diese beiden Aspekte eigentlich berücksichtigen, eine Plattformökonomie für den Mittelstand zu schaffen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu schaffen, CO2-Daten und zirkuläre Daten mit einzubauen, genau, als Nachhaltigkeitsthema. Vielen Dank, Andreas, für diese sehr aufschlussreichen, wenn auch kurzen Antworten und das kurze Gespräch, aber das war ja sehr, sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank dafür. Wenn ich das vielleicht kurz zusammenfassen darf, Ressourceneffizienz ist das eine Thema, was einen Wettbewerbsvorteil sichern wird, und Digitalisierung, das Beschäftigen mit Plattformen und Plattformökonomie, der andere. Das ist die Zukunft, und als Mittelständler sind wir sicherlich aufgerufen, uns an diesen beiden Themen zu beteiligen. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Eure Leichtbau BW.